So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Folgendes: Wir müssen ein paar Dinge nachholen. Dazu gehört einmal der Exit von diesem ganz merkwürdigen Level, von dem ich keine Ahnung mehr. Das war vor dem Multiplayer. Das war vor dem Multiplayer. Das muss irgendwo. Das war das Multiplayer. Das da war es. Mittlerweile hat es. Ja, Rasierer hat es abgeschlossen und auch ein paar mehr haben es, glaube ich, abgeschlossen. Wo ist das Ziel gewesen? Meine Vermutung war an sich richtig, wo das Ziel ist, aber ich kam leider nicht auf die Idee, wie man rankommt. Und das ist etwas ärgerlich. Also man braucht natürlich erstmal die drei Münzen, sonst kann man das Ziel ja gar nicht auslösen. Also das ist klar. Ja, super. Also müssen wir uns erstmal die drei Münzen wiederholen. Wir müssen das jetzt auch nicht auf Zeit machen. Rasierer hat das in 30 Sekunden schon hinbekommen. Der ist da mittlerweile durch wie eine Rakete. So, aber wir wollen jetzt einfach nur. Wo war hier der Pilz? Hier, ne? Genau. Wir wollen jetzt einfach nur ganz fix. Mein Gott. Einmal das Ziel uns holen. Dafür muss ich hier nochmal Kisten bauen. Der ganze zweite Abschnitt ist nämlich alles fake. Wie vermutet, weil ja die Zeit von dem Typen, der es gespielt hat, der es erstellt hat, war ja schon eine Minute. Ja. Und dann war der Gedanke der. Dass hier hinten bei den Kanonen. Dass hier bei den Kanonen das Ziel sein muss, weil es ist am Levelende. Ja? Es ist am Levelende. Und am Levelende muss sozusagen diese Zielflagge sein. Jetzt ist das Ding halt versteckt. Und zwar unter einer Kanone. Das hatte ich ja auch schon vermutet. Das hätte man zum Beispiel mit einem P-Switch aufmachen können, wenn ein Block hinter den Kanonen ist, dass der das wegsprengt. Das würde auch mit einem Hammer funktionieren, wenn ein Block hinter den Kanonen ist, dass der die Kanone wegspringt. Aber genau das passiert auch, wenn man es mit einer Katze macht. Wenn ich mit einer Katze hier ausschlage, würden sich hinter Kanonen Blöcke auslösen. Welche ist es? War es die da? Es war die hier. Ach, es war die da wahrscheinlich. Ich komme hier gar nicht in die Lücke. Ah. Ja, na? Jetzt hat sich der Block ausgelöst und hier ist das Ziel. Und dadurch kommt auch, weil Aggressor nämlich geschrieben hat, es muss doch irgendwo der Text kommen, dass man die Zielbedingungen nicht erfüllt, wenn man da hinläuft. Richtig, wenn man das Ding berühren würde und hätte die Zielbedingungen nicht erfüllt, käme das. Aber ich kann es erst berühren, wenn die Kanone weg ist. Und da war das Ziel und alles andere, was danach kommt, ist komplett fake gewesen. Wir sind eine ganze Stunde in diesem Level rumgelaufen und es war einfach alles fake. Was ja, wie gesagt, die Vermutung von mir war, weil ja der Ersteller es in dieser 1 Minute 7 geschafft hatte. Das war ja der Punkt, weshalb ich dann gesagt habe, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Und eben nochmal der Gedanke, warum das Ziel da hinten sein musste, weil hier hört das Level auf. Und da, wo die Hauptwelt aufhört, da ist dann sozusagen das Ziel. Und da hier kein Ziel zu sehen war, musste es eingebaut sein. Aber ich kam halt leider nicht auf die Idee, wie ich es ausbauen kann. Und man kann mit einer Katze also hinter einer Kanone Blöcke auslösen und die zerstören sich dann. Zu wild. Zu wild. Jetzt hat mir Counter netterweise in den Kommentaren den Code zu dem Troll-Level geschrieben, was ich noch spielen wollte, was es mir hier nicht mehr gespeichert hat. Weil ich wahrscheinlich nicht da drin gestorben bin oder zu schnell raus bin oder keine Ahnung. Kann es natürlich ein komplett dummes Level sein, ich weiß es nicht, ja. Aber ich wollte es mir auf jeden Fall mal angucken. Wir haben ja nicht viel davon gesehen, weil wir haben es ja innerhalb des Super Expert Runs gemacht und das lief ja nicht so gut. Um es freundlich auszudrücken. Okay, das Level ist noch da. Oh, es haben recht viele versucht. Okay. Strolling to your doom. Na dann, von GOTY17 habe ich noch nicht gehört als Troll-Creator. Gucken wir mal, ob es ordentlich ist. Ich bin gespannt. So.
Also das war, ja genau, man musste am Anfang schnell sein. Da hatte ich es ja schon versaut, ne? Das war der Punkt. Da hatte ich es schon versaut und dann, ich glaube, ich hatte nur noch ein Leben in... Ach ja, hatte ich nicht. Ich kann es ja mit dem hier breaken. Stimmt, ich komme ja mit dem Goomba hier rüber. Okay, jetzt ist alles neu. Interessanterweise kommt er jetzt nicht mehr runter, weil der Swamp ihn nicht mehr auslöst. Ach so. Die Frage ist, kann man in die Röhre rein? Der Swamp geht hier hin. Ich kann in die Röhre rein. Die nächste Frage ist... Will man die roten Münzen haben? Es sind nur drei. Ich denke, es ist realistisch, dass man die einsammeln möchte. Ich gehe jetzt aber mal hier hinter. Okay, ich kann den aufsetzen oder hochwerfen. Oder ich gehe in die Röhre damit. Gut, das war nicht die beste Idee. Jetzt will ich was anderes probieren. Wenn das hier blau bleibt, der Switch da oben. Ja? Wie jetzt? Jetzt ist der Switch blau. Wenn ich jetzt nochmal hingehe, wird er wieder rot. Wenn ich jetzt nochmal hingehe, wird er wieder blau. Versteht ihr? Ich will, dass er blau bleibt. Hier löst er immer noch aus, okay? Gott. Und jetzt komme ich nämlich hier hoch. Ach so, Moment. Aber ich kann auf dem Swamp ja gar nicht stehen. Komme ich die Tür rein? Ja. Ah, das ist die andere Seite hiervon. Das war dann ja ziemlich nutzlos. Ach, und dann ist auch das hier die Röhre, wo wir gerade runtergefallen sind. Gut, damit ist die Röhre auch komplett nutzlos. Okay. Dann testen wir jetzt mal ganz kurz die Röhre aus. Ja, die geht nämlich gar nicht. Das heißt, bisher war unser Weg völlig richtig. Was anderes geht gar nicht. So, jetzt ist die Frage, warum... Warum zeigt er hier rüber? Man weiß es nicht. So. Ah, wartet mal. Gibt es da in der Luft irgendwas? Nein. Okay. Ich gehe fast davon aus, dass ich in den Notblöcken irgendwas auslöse. Das wollte ich nicht so. So wollte ich, genau so wollte ich das nicht. Ich wollte es genau andersrum. Das war nicht der Plan. Ups. Aber den Pilz am Anfang können wir dann ja getrost mitnehmen. So ein Pilz ist ja praktisch. Ich komme ja mit dem Goomba hier rüber. Wenn man da schnell genug ist, ist es ja alles kein Ding. Ach so, dann ist es eigentlich andersrum als... Oh, andersrum als Troll gedacht. Man geht hier in die Tür und landet auf dem Swamp. So rum. Ich gucke nur kurz, ob hier irgendwas ist. Nein. So rum ist der Troll gedacht. Verstanden. Ah, ich bin zu langsam. Ach, so ein großes Troll-Level ist es bisher gar nicht, ne? Aber das weiß man ja im Super-Expert nicht. Ich meine, ich sterbe natürlich jetzt ein paar... Nein! Ja, jetzt ist vorbei. Das kriege ich jetzt nicht mehr... Ja, jetzt ist vorbei. Was wollte ich sagen? Ich sterbe ja... Ja, also für einen Super-Expert One wäre es schlecht gewesen. Das kann man so stehen lassen. Aber ansonsten... Oha! Wie habe ich das jetzt gemacht? Hä? Nein! Oh.
Läuft jetzt zu mir oder geht der da runter? Du. So, also ist er ja nicht so schwierig, auf den drauf zu hüpfen. Den Pilz zu behalten ist auch nicht so schwierig, wenn man hier nicht rumtestet. Dann passt das alles. So. Jetzt wollen wir hier den Pilz behalten. Und ich wollte eigentlich, genau, ich wollte eigentlich erstmal nur einen auslösen und den dann losschicken. Genau das war das, das Ziel und der Gedanke. Ich kann nämlich auch von oben die Münze auslösen. Na, das ist das Ding. Habe ich gedacht. Kann ich gar nicht. Interessant. Aber ich kann... Oh, ich kann die Münze ganz anders bekommen. Ich habe natürlich gerade nicht bedacht, dass er, wenn er frei ist, einen größeren Sprung auf von dem Notenblock macht. Ups. Ich muss erst mal die Basics lernen. Okay. Was ich aber eigentlich sagen wollte. Ha, so kann ich die einsammeln. Perfekt. Was ich eigentlich sagen wollte. Das wollte ich nicht. Da ist ein Midway Point. Huch. Oh, wait, ich komme da drüber. Okay. Jetzt ist die Frage, was ist da unten? Überall Abgrund oder? Nee. Ach so, ich komme ja. Dann brauche ich die roten Münzen wohl doch nicht. Bin ich dumm? Oh mein Gott. Das war ja gerade... Oh, okay. Ist hier noch irgendwas versteckt? So, die fährt hundertprozentig nicht diesen Weg entlang. Das muss sie nämlich gar nicht. Was ich sagen wollte, wir werden auch wieder ein paar andere Sachen machen. Es gibt jetzt nämlich einen neuen SMW-Hack, einen großen neuen SMW-Hack, einen sehr großen neuen SMW-Hack, nämlich Jump 2. Das heißt, ich versuche das Ganze abwechselnd zu bringen, aber wie ich mich kenne, werde ich das wieder nicht schaffen. Das wollte ich nicht. Ja. Also unten rein, okay. Und das werde ich auf jeden Fall versuchen zu spielen. Außerdem muss ich immer noch meinen neuen Laptop langsam mal aufbauen. Ich habe ja mittlerweile einen neuen Laptop. Ich komme nur einfach nicht dazu, irgendwas aufzubauen. Das ist unglaublich. Komme ich hier durch, ohne den Pilz zu verlieren? Ja, natürlich komme ich durch, ohne den Pilz zu verlieren. Ich bin ja auch lost. Kann einfach runter. Meine Güte. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich denke. So. Kann ich eigentlich hier oben wieder rein? Nein, okay. Also dann lassen wir jetzt uns mal hier runter segeln und gehen da rein. Okay, da ist auf jeden Fall theoretisch eine Röhre, die auch begehbar ist. Mit einem Midway Point.
Ach komm. Ich meine, es ist jetzt kein weiter Weg gewesen. Aber lol. Direkt nach dem zweiten Checkpoint einfach mal zurückgesetzt werden. Super. Ja, dann kommen wir gerade jetzt auch. So vielleicht nicht. So sollte ich das vielleicht nicht machen. Aber ich kann ja dann trotzdem von hier aus direkt darüber springen. So, ich verliere den Dings ja eh. Ist ja wurscht. Also, zurück zum zweiten Checkpoint. Und wenn wir das diesmal richtig machen, können wir auch nicht mehr zurückgesetzt werden. Sehr gut. Oh, Mann. So. Easy. Egal. Ich habe den Checkpoint. Allerdings ist das jetzt ein Checkpoint. Muss ich da sofort weg? Ja. Kein netter Checkpoint. Oh mein Gott. Gar kein netter Checkpoint. Ei. Okay. Ist hier oben irgendwas? Nein. Also gehen wir einfach nicht in diese Röhre und alles ist cool. Jetzt kann es keinen... Jetzt kann es keinen Weg mehr geben, dass man... Jetzt kann es keinen Weg mehr geben, dass man irgendwie zurückgesetzt wird. Denn es gibt nur eine Möglichkeit, zum Checkpoint 1 wiederzukommen. Und das war diese Röhre. Einen anderen Weg wird es einfach nicht geben. So. Ich bin halt aber einfach dumm. Das passiert natürlich noch. Menschenskinder. Ich könnte auch da unten rein in diese Tür. Ich will aber eigentlich erst was anderes ausprobieren. Komm her, Kollege. Da wollte ich rein, dankeschön. Ach, da hat er den Schriftzug geschrieben. Toll. Ach so, hier komme ich jetzt auch zu der Tür. Ich weiß nicht, warum ich gesprungen bin. Ich weiß nicht, warum ich nach rechts gelaufen bin. Heute ist nicht mein Tag. Ich bin konzentrationstechnisch... Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Irgendwie ganz weit weg. Wow. Okay. Mehr ist hier nicht als das. Ich kann nur durch die Tür. Gib mir da... Ich wollte es haben, aber so unbedingt wollte ich es dann auch nicht haben. So, wenn die hier rüberfährt, kann ich safe runter. Ohne, dass irgendwas passiert. Dann einfach ganz schnell den Block hier auslösen, ohne zerquetscht zu werden. Und dann kann man sich erstmal freuen. Und gucken, was da oben so ist. Ich frage mich jetzt halt... Das sieht halt safe nach einer Kaiserfalle aus. Nee. Kann die einfach mitnehmen. Dann muss hier das Ziel... Scheiße. Ah. Ich hab mich gesoftlockt. Ich hab mich gesoftlockt. Mein Gott, ist das ein dummes Level.
Aber wir haben... Ach ja, kommen wir hier hoch. Wir haben es gelöst. Ist doch auch... Oh mein Gott. Lass mich bitte einfach da hoch. Ist doch auch was wert. Jetzt würde mich zwar interessieren, wohin die Schlüsseltür führt. Aber sie war offensichtlich nicht für das Ziel notwendig. Insofern kann die mich jetzt auch mal... Ich meine, ne, da oben ist die andere Dings gewesen. Insofern hätte man die problemlos holen können. Aber ich weiß gar nicht, wo die hinführt. Hat man das irgendwo gesehen? Ach, hierhin! Ja, das ist ja dann einfach... Einfach, Alter, man gewinnt ja dadurch nichts. Aber hier ist die andere Schlüsseltür. Das muss ja die sein. Dadurch gewinne ich überhaupt nichts. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch. So, wenn ich jetzt hier ein bisschen aufpasse und mich nicht treffen lasse, hätte ich auch einen sicheren Sieg. Aber so noch nicht ganz so sicher. Trotzdem einfach hier jetzt das Feuer abwarten. Dann keinen Quatsch machen. Wie zum Beispiel sowas hier. Also hier jetzt noch zu sterben ist echt. Also, na, das hat ja. Das ist einfach schlecht. Also das ist jetzt einfach schlecht, was ich hier mache. So, ich muss es genauso ausdrücken. So. Gehen wir den sicheren Weg. Hier darf jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Okay. Aber da nach hinten fallen ist natürlich super dumm, wenn man klein ist. Wenn da wenigstens unsichtbare Blöcke gewesen wären, dass man wieder hochkommen kann. Aber für den dummen Softlock, das hat mit Troll eigentlich nicht mehr viel zu tun. War jetzt für mich kein schönes Level. Hatte gute Ansätze, aber... Ja, Hashtag DGA sagt ja auch irgendwo alles. Oh Mann, okay. Gucken wir mal kurz in unseren Stern. Was sich da getan hat. Wendy's Frosty Fortress. Also diesmal tatsächlich dann Wendy und nicht das andere Viech. Jungle Heat. Green Th- oh, Frank hat losgelegt. Ich hat was gespielt, gebaut. Nochmal Wabaros, nochmal Wabaros, nochmal Frank. Cardboard, aber in was vor? Ach, 4 Jahre Mario Maker. Nochmal Wabaros, oh mein Gott. Aber jetzt nichts von Abonnenten, ne? Keiner von denen hier ist jetzt Abonnent. Das ist nichts, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt sofort spielen, weil das möchte jemand bei mir sehen. So, das sind eigentlich Level. Wir gucken uns das mal an, weil Cardboard coole Level baut. Und die anderen bauen auch coole Level. Aber ich meine, das ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt erstmal noch ganz viele Mario Maker Parts aufnehmen. Weil ich würde jetzt dann tatsächlich ganz gerne erstmal Jump aufnehmen, so ein bisschen. Ab und zu auch mal wieder Mario Maker zwischendurch. Wahrscheinlich werde ich das eher nicht schaffen und jetzt einfach... ein halbes Jahr lang nur Jump spielen? Nein, keine Ahnung. Also der Hack hat über 100 Exits. Manche Exits gehen recht schnell. Bisschen was habe ich schon gesehen bei anderen. Aber... Ja. Was tue ich denn? Aber... ich denke, wir werden das mal wieder ein bisschen SMW machen. Musst du überlegen?
bin ich? Hä, ich komm nicht... Ach, shit. Das habe ich komplett verpeilt. Ich habe nur gerade überlegt, wegen Save States und so weiter, wenn ich jetzt auf dem Laptop hier anfange mit Jump und nachher auf dem anderen Laptop irgendwann Max. Ich mache mir so viele Gedanken wegen so simplem Kram. Und am Ende mache ich gar nichts davon. Also, keine Ahnung. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Was ist denn los? Was ist denn mit meiner Konzentration, ey? So. Geh weg, Pflanze. Himmel, hilf, 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 lass mich in Ruhe. Ah! Oh, no. Nicht rechtzeitig reagiert. No, 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 no. Mach dich weg. Mach dich weg. Ach, jetzt lasse ich den da frei. Muss ich aber. Muss ich aufpassen, dass er mir nicht gleich wieder ins Gesicht hier springt. Oh, Pilz. Ach, und jetzt bekämpfen wir ihn. Okay. Hilfe. An sich ist es also nur er und zwei Pflanzen. Das ist alles. Das sollte also nicht zu wild sein. Nice. Gib mir einen Checkpoint. Please. Das ist kein Checkpoint, das war ein Treffer. Kriege ich jetzt einen Checkpoint? Danke. Uff. Oh, jetzt kommen alle anderen, oder wie? Oh mein Goodness! Okay, zwei Münzen noch. Mist! Oh weia, das wird... Oh Gott! Oh Gott, das wird interessant. Okay. Aber es geht eigentlich, wenn man weiß, wie deren Schüsse funktionieren. Jo! Und dann kommt plötzlich so ein großer. Und jetzt haben wir... Ah, die letzte Münze, wollte ich sagen. Es war noch gar nicht die letzte Münze. Ja, ich würde die schon mitnehmen wollen. Sie scheinen ja nicht notwendig, wobei man weiß es nicht. Also sie sind auf jeden Fall holbar, entsprechend nehmen wir sie mit. Wenn es am Ende nur ein unwichtiger Bonus ist, ist es halt ein unwichtiger Bonus. Aber es ist jetzt kein Verlust, die mitzunehmen. Nee! Okay. Oh Gott, das war knapp. Also ich muss mich ziemlich still an einem Platz aufhalten, dann glaube ich, streuen die Schüsse nicht so stark. Na, weil die ja doch teilweise... Ich bin nicht gesprungen.
weil die ja doch teilweise gezielt schießen, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mal gucken, wenn ich jetzt springe, dürfte die wilder sein, die Schüsse, als wenn ich stillstehe in dem Moment, wo sie feuern. Ich glaube es, ich bin mir nicht sicher. Ich versuche mich einfach so wenig, wie es geht, zu bewegen und nur dann, wenn sie gerade aufladen, sozusagen. Ich denke, das funktioniert am besten. Jetzt sind wir wieder hier, jetzt kommt gleich die dritte Coin. Und über die dritte waren wir noch nicht raus. Aber böse, dass man kein Power-Up bekommt. Das ist böse. So, über den kriege ich jetzt das Ding und so weit waren wir bisher noch nicht. Keine Ahnung, was jetzt noch alles kommt. Hilfe! Ein Pilz. Wait, was soll ich tun? Ach, ich muss über die Kanonen. Hä? Scheiße. Ich muss da hoch. Und muss da drüben die Manche... Oh Gott. Verstanden. Das wird ekelhaft. Das wird ein richtig ekelhafter Bossfight. Ich muss dann immer wieder mit der Kanone hoch, dabei ausweichen. Ich habe zwei Pilze, die ich nicht sofort verballern sollte. Das ist mal ganz wichtig. Oh Gott. Nein, ich will die Münze. Okay. So. Lass mich in Ruhe. So, jetzt kommen wir zu dem Kite. Das sollten wir jetzt dran vorbei. Also jetzt kommen wir genau. Pilz. Für mich. Ich kann ja... Nein! Ach, scheiße. Scheiße. Oh Gott. Ich kann ja auch die On-Off-Blöcke nutzen. Ich komme auch so hoch. Ich brauche die Kanone nicht. Ich brauche die Kanonenkugel nicht. Ich kann es... Ich kann es auch, oh mein Gott. Ich komme auch so hoch. Sehr gut. Oh Gott, das macht den Kampf so viel angenehmer. Oh nein. Oh yes. Oh Gottes Willen. Jatta. Ah, und das ist einfach eine... Das war dieser Bonus. Da hat sich's doch gelohnt, für die Münzen ein paar Mal nochmal zu sterben. Aber ich habe ja gesagt, Hauptsache, wir holen den Bonus. Okay. Puh. Puh. Aber war ein schönes Level, wie man halt jetzt auch Custom-Musik eingefügt hat, ne? Das ist ja, muss man ja bedenken. Das war ja kein normales Musikstück, auch wenn man es vielleicht gedacht hat. Das war ja alles. Deswegen hat es auch gescrollt. Das war ja alles Custom-Musik. Das ist schon cool. Dafür ist Cardboard ja auch eben bekannt gewesen, ne? Dass er eben so Musikkram gemacht hat.
Okay. Dann. Ich denke, einen Part nehme ich noch auf. Wo ich ein paar von den Leveln mir angucke. Vielleicht schafft man noch ein paar davon. Aber wie gesagt, ich habe schon ein bisschen jetzt angekündigt, ich werde von Mario Maker wieder ein bisschen Abstand nehmen. Ich werde ab und zu versuchen, Folgen zu bringen, aber wahrscheinlich werde ich mich dann wieder mehr auf SMW konzentrieren und Jump spielen. Werden wir aber sehen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass gar kein Mario Maker mehr kommt. Ihr kennt mich. Ich sage das und dann mache ich es anders. Das ist leider. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.